So, das ist ein Blick auf die Brücke Marienfelder Allee Großbärenstraße. Und das ist kein Partyzelt für die Bauarbeiter, sondern das dient dazu, dass man unter der Brücke frostfrei und nässefrei arbeiten kann. Was dort genau im Zelt gemacht wird, im Bauzelt, kann ich euch nicht sagen. Das entzieht sich meiner Kenntnis. So, und hier bin ich jetzt an der Brücke Marienfelder Allee, wie ihr eben sehen könntet. Ja, hier steht so ein riesengigantisches Bauzelt. Das dient wohl dazu, um irgendwelche Abdichtungsarbeiten an der Brücke auszuführen. Da wohl hier kein Frost und so rinkommen darf. Und da ja die nächsten Nächte ein bisschen kalt werden sollen, ist halt hier so ein Zelt drauf. Da hinten, wo die Container stehen, da geht es ja dann weiter Richtung Stützwand. Und das zeige ich euch dann oben vom Kamenzer Damm. So, und hier bin ich jetzt am Kamenzer Damm und wie ihr sehen könnt, einige hatten es ja schon in die Kommentare geschrieben, am Kamenzer Damm, beziehungsweise jetzt zwischen Kamenzer Damm und Attilastraße wird im Moment eingeschottert. Das bedeutet, dass also demnächst hier die Stopfmaschine erscheinen wird und die wird dann hier mit ihrem Schotterflug zusammen die Gleise in eine wunderschöne Lage, Form und Höhe bringen, so dass dann hier auch die Vorbereitungen dann abgeschlossen werden für das Umschwenken des Gütergleises, welches man ja hier im Vordergrund noch sehen kann. Wann das geschehen wird, weiß ich nicht. Ja, und ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, da unten mal zum Schotterzug noch hinzukommen. So, und das ist dann hier nochmal ein Blick Richtung Marienfelde, ganz im Hintergrundbild Mitte, wo die Lärmschutzwand so den Knick nach links macht. Da ist ja das Partyzelt über der Brücke Marienfelder Allee Großbärenstraße zu erkennen. So, die Stützwand da vorne ist auch weiter verfüllt und verdichtet worden. Das heißt also, da wird der Gleisaufbau dann auch demnächst sicherlich vonstatten gehen. Ja, und ich werde jetzt mal auf den Spuren des Schotterzugs folgen. So, und hier bin ich jetzt fast am Teltowkanal und oben auf der Dammkrone könnt ihr das geschotterte Gleis sehen. Ja, durch den Regen im Januar hat der Damm ein klein wenig gelitten, wie man sehen kann. Das ist aber alles noch unkritisch. Ja, und mal gucken, wann hier die Stopfmaschine, wie gesagt, anrauscht. Aber das kann jetzt nicht mehr lange dauern. So wie hier der Schotter drinnen liegt, ist es eigentlich auch immer so, dass dann die Stopfmaschine kommt. Das ist jetzt hier, wie gesagt, die Südseite vom Teltowkanal. Da oben dreht die Bahn wieder ihr Bahn-TV. So, das ist dann hier nochmal ein Blick auf den südlichen Damm, den ich euch eben gezeigt habe. Dann haben wir hier ja die Teltowkanalbrücke, an der man nichts sieht, weil da ja diese wunderschöne Lärmschutzwand vor ist. Hier im Bild ist jetzt die Vorkanalbrücke und dann anschließend schließt sich der Damm dann an Richtung Attilastraße, der ja dann da hinten, ganz hinten, ich weiß nicht, ob man das noch erkennen kann, zu erahnen ist das auf jeden Fall, der ja dann da hinten in eine Stützmauer übergeht, nicht übersieht,
So, und übersehen kann man auch nicht den Schotterzug, der da kommt. Die schottern jetzt also nochmal das Richtungsgleis von Blankenfelde nach Südkreuz hier ein. Jedenfalls auf dem Gleis ist er jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass man da nochmal die Wagen leer machen will, bevor man den nächsten Schotterzug dann holt oder der nächste Schotterzug dann kommt. So, und langsam aber sicher wird Schotter mit abgelassen. Wenn ich richtig zähle, sind das 9 Waggons. Also das, was im Bahnhof Hermannstraße gestanden hat, war länger. Also gehe ich mal davon aus, dass man hier nur Teileinheiten mit reinnimmt. Warum, weshalb, wieso, entschließt sich meiner Kenntnis. Hinten am Zugende, das dürfte eine ehemalige V100 West sein, die dann nach dem Alstom-Umbaupaket Baureihe 214 dann umgebaut wurde. Firma Spitzke hatte ja sich insgesamt 4 Stück von dieser Baureihe geholt. 2 wurden, oh Gott, letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei einem Unfall in Seelze schwer beschädigt. Ob die nun wieder aufgebaut worden sind, kann ich euch gar nicht mal sagen. Aber darüber gibt ja dann sicherlich die Internetseite www.v100.de Aufschluss. Die Seite beschäftigt sich ausführlich mit der Baureihe V100 West plus ihren ganzen Umbauten und Verwandtschaften. Also wer Interesse hat, kann da dann mal nachschauen. Wirklich noch die Bahnwagen da leer. So, und die Lok ist die V100 SP025. Vom Schotter schon ziemlich staubig geworden. Aber ich denke mal, wenn die Jungs auf Strecke gehen, sind auch die Fenster wieder schön geputzt. Ja, aber das ist es halt, wenn man bei trockener Witterung Schotter zieht, das staubt natürlich. Und der Staub setzt sich natürlich dann wunderschön auf den Fensterscheiben ab. Das ist so wie früher, wo es noch keine Rauchgasentschwefelungsanlagen und Staubfilter gab. Ja, da hat man ja auch an manchen Tagen durch die Fenster nicht durchgucken können. So, das war es jetzt hier vom Teltow-Kanal. Nächste Haltestelle, Bahnhof Attila-Straße. So, hier bin ich jetzt Ecke Ringstraße am Attila-Straße und das den Achtungsschrei, den ihr da gehört habt. Es war ein Radfahrer, der wäre fast eben wieder von einem rechtsabbiegenden Auto abgemäht worden, wie öfters hier an dieser Kreuzung. Ja, Blick auf 1-2 Wegebagger samt Anhänger. Der kann natürlich nicht im Moment ins Baugleis einfahren, in eines der Baugleise, weil da ja der Schotterzug im Weg ist. Also musste er beiseite fahren
und genießt jetzt erstmal hier die Aussicht auf die Straßenkreuzung Attila-Straße. Ja, neu an der Brücke Attila-Straße, hirnlose, sinnlose Schmierereien. Ja, ich sag mal so, würden Graffiti-Sprayer wenigstens schöne Bilder an Mauerwerke sprayen, hätte ich ja noch so halbwegs Verständnis dafür. Aber so irgendwelche Krakel, nee, ohne Worte. Ja, und wenn ich dann hier mal so runterschwenke, dann habt ihr ja hier dann die Attila-Straße und unter der Attila-Straße steht jetzt dieser grüne Baucontainer dort im Bereich des zweiten Widerlagers auf der Südseite der S-Bahn. Und ich gehe mal davon aus, dass die angefangen haben dort mit dem Widerlagerabriss. Aber das werde ich euch dann gleich zeigen, wenn ich da oben bin. So, und hier bin ich jetzt oben am Fahrstuhlschacht, sprich an den Brückenwiderlagern. Und wie man sehen kann, ist das Richtungsgleis zum Bahnhof Südkreuz hier in dem Bereich eingeschottert. Das zweite Gleis, jetzt mache ich das mal ein bisschen größer. Ja, ein bisschen Schotter liegt da auch drin, aber so richtig viel eingeschottert ist dort nicht. So wie auf dem Südkreuzgleis, sage ich jetzt einfach mal. Aber das kann sich natürlich dann hier hinten ab der Brücke Teltowkanal ändern. Und gut zu erkennen war es ja vom Kamenzer Damm aus, wie da der Schotter schon drinne liegt. So, und weshalb bin ich jetzt hier hochgegangen? So, da haben wir ja das Richtungsgleis nach Marienfelde. Hier vorne ist ja dann das Widerlager und das ist jetzt schon. So, hier bin ich jetzt oben am Bahnhof Attila-Straße. So, und wie ihr sehen könnt, haben wir ja hier die Fernbahngleise. In beiden Gleisen liegt Schotter, wobei in dem Gleis nach Südkreuz wesentlich mehr Schotter drin liegt als wie im anderen Gleis. Der Schotterzug ist jetzt bis hinten hingefahren. Aber ganz da hinten zwischen der Brücke kann man erkennen, dass der zurückkommt gerade. Also scheint wohl Schotter leer zu sein. Jo, und hier vorne am Brückenwiderlager am südlichen von der S-Bahn, da hat man das Brückenwiderlager jetzt auch abgeknabbert. Ich denke mal, das dürfte fast die Höhe sein, die man erreichen wollte, erreichen musste. Man hat zwar hier über dem Container so eine 2-Meter-Markierung und ich gehe mal davon aus, dass man bis dahin noch abreißt und dann anschließend neu aufbaut. Und so wird man das dann sicherlich auch auf der anderen Seite machen. Also mit anderer Seite meine ich jetzt, wenn dann nachher die Brücke ran ist. Es ist ja jetzt am Wochenende wieder Vollsperrung der S2 zwischen Priesterweg und Marienfelde. Was da an Arbeiten gemacht wird, kann ich nur mutmaßen. Da wird man wahrscheinlich so ein paar Spundwände wieder einsetzen und versetzen, wenn dann praktisch diese Brücke hier dran ist, dass man da dann freie Bahnsache jetzt einfach mal im Baufeld hat. So, und da kommen sie wieder mit ihren neuen Wägelchen und die dürften jetzt, gehe ich mal davon aus, reichlich leer sein, so dass der Zug dann sicherlich ja zumindest bis Tempelhof Güterbahnhof fahren wird. Und dann weiter nach Güterbahnhof Neukölln, denn Neukölln ist ja, glaube ich, der Auslaufbahnhof, wenn die ihre Schotterzüge bekommen.
So, hier bin ich jetzt im Blankenfelde und hier laufen die letzten Arbeiten, die letzten Rohbauarbeiten für das neue Regionalbahnsteiggleis. Die eine Weiche, die man hier im Nordkopf des Bahnhofs Blankenfelde eingebaut hat, die dann praktisch von dem Bahnsteig aus das Fahren in alle Richtungen ermöglicht, liegt drin. Und was ich euch vorhin gesagt habe, an der Attila-Straße war es, glaube ich, mit den Vollsperrungen wegen Bauarbeiten, ist natürlich totaler Quatsch. Weil die Sperrung an der Attila-Straße, die ist ja erst das Wochenende 15., 16. und 17. März. Und die Sperrung dies Wochenende, also vom 8. bis 11. Betriebsbeginn, bezieht sich hier auf den Bahnhof Blankenfelde, weil ja hier die Fahrleitung umgeklemmt werden muss, ein paar Signalkabel müssen geändert werden und der Schotterzug muss ja hier auch ins Gleis rein. Hier findet dann also die Sperrpause an dem Wochenende statt und nicht auf der S2. Das heißt, die S2 wird an diesem Wochenende komplett durchgehend bis Blankenfelde auf jeden Fall fahren. So, und hier könnt ihr dann jetzt nochmal das rohbaufertige Gleis sehen. So ein paar Lücken in der Lärmschutzwand sind noch. Ich denke, die dienen einzig und alleine dem Materialtransport in die Baustelle erstmal noch hinein, weil anders kann man ja hier zur Baustelle nicht reinkommen. Und von daher denke ich mal, dass diese Lücken dann zu allerletzt geschlossen werden. Wie zum Beispiel diese hier, das war ja die Stelle, wo auch hier diese Rampe in die Betonwanne draußen gewesen ist. Und die wird, denke ich mal, mit als letztes verschlossen. So, da könnt ihr dann schon sehen, das Zugangsgebäude hat sein Dach bekommen. Oh, das ist der Intercity von Warnemünde Richtung Dresden oder nach Chemnitz, keine Ahnung. Ja, und wenn man dann hier mal so rumschwenkt, dann sieht man ja hier hinter der Lärmschutzwand noch zu erahnen die Bahnbrücke in der Karl-Marx-Straße. Und dann hier ist die Weiche und dann geht es hier wieder rum. Ja, so sieht es in Blankenfelde jetzt aus. Ich zeige euch aber noch was hier neu ist in Blankenfelde. So, und hier in Blankenfelde hat man jetzt auf der Westseite der Karl-Marx-Straße jetzt auch schon angefangen, den Asphalt zu entfernen. Darunter war ja Kopfsteinpflaster und der Bagger lädt im Moment Granit. Bordsteinkanten auf und so wie ich von den Kollegen von Efage gehört habe, wer Kopfsteinpflaster für eine Hofeinfahrt oder so braucht, ja, das Kopfsteinpflaster soll also recycelt werden und praktisch in den Verkauf gehen. So, das war es jetzt erstmal von mir hier aus Blankenfelde. Ich gehe zurück in mein Sendestudio und gleich meldet sich von unterwegs mein Kollege Friedrich, na was denn noch einmal. Und der bringt euch dann nochmal ein paar Einblicke zwischen Schiechauweg und Blankenfelde und aus Blankenfelde. Natürlich nicht aus Blankenfelde, sondern aus Sabuckower Chaussee. Mann, das schleift hier heute wieder.
hier zwischen Blankenfelde und dem Berliner Ring kommt man jetzt auch der Trasse so ein bisschen in kleinen Schritten erstmal zu Leibe. Das war ja hier beim letzten Update auch schon zu sehen, wo ich euch das hier gezeigt habe. Und jetzt sind wir gleich in Marlow. Und in Marlow laufen die Vorbereitungen für die ersten Wandelemente, die Richtung Berliner Straße gebaut werden. Also auch hier in Marlow geht es bahntechnisch gesehen vorwärts, straßenmäßig allerdings nicht. Also da werdet ihr euch noch dolle gedulden müssen, bis hier die Trebiner Straße aufgemacht wird. Jetzt kommt der Bahnhof hier ins Bild, rosafarbene Gebäude. Aufstieg links. So, und hier könnt ihr dann schon sehen, hier sind die ersten Verschalarbeiten für die Fundamentplatte der Wandelemente erkennbar. Insgesamt 5 Fundamentplatten für 5 Antivibrations- und Schallschutzwannen, welche hier in Marlow im Bau sind. Ja, da eben waren die Kollegen dabei und setzen die Pfosten für die Lärmschutzwände. Das war eben die Berliner Straße. Jetzt kommt die Kreisstraße Schönefeld-Teltow, das ist die hier. Hier werden jetzt noch die Brückenwiderlager verstärkt und hochgebaut mit dieser Betoneinfassung. Und dann ist die Brücke oben fertig und dann wird, denke ich mal, auch hier in dem Bereich mit dem Aufbau der eigentlichen Gleistrasse begonnen, denn hier haben wir bisher nur die Kabelkanäle verlegt. Ja, das ist im Vergleich an der Stadtgrenze von Berlin zu Brandenburg. Dann die Brücke über den Mauerweg und dann sind wir in Berlin. So, das ist jetzt Ausfahrt Schichauweg Richtung Buckower Chaussee. Und achtet mal auf die Trasse, wenn die Lärmschutzwand aufhört. Mittlerweile jetzt auch die erste Grundlage Schotter. Die muss noch richtig schön planiert und in Höhe Breite gebracht werden. Und dann kann hier auf dem Stück auch der Gleisbau beginnen. Das geht jetzt hier fast bis zum Trassenende, also bis da, wo das weiße Auto steht. Und ab da muss die Trasse ja dann noch vorbereitet werden, aber das dauert noch. So, dann sind wir jetzt im Buckower Chaussee. Und das ist dann die Endstation dieser Reise. Bitte.
aus Bocor Chaussee gibt es wenig Neues zu berichten. Allerdings ist hier auf der S-Bahn-Seite sind hier jetzt auch die ersten Schwerlaststützen hingestellt worden. Und dort, wo man beim letzten Update die Brückenträger eingebaut hat für das Stützgerüst, da ist jetzt ebenfalls unten drunter, ich mache euch das mal ein bisschen größer, das Blaue, was ihr dort erkennen könnt, das sind so Netze, die als Absturzsicherung dienen. Das ist also alles, was ich hier euch außer Bocor Chaussee an Neuem zeigen kann. Das war's dann für dieses Update. Gehabt euch wohl und bis demnächst in diesem Kino.